Hallihallöchen und willkommen zurück zu Guild Wars 2 End of Dragons. Es geht weiter durch die Echowald-Wildnis und dafür müssen wir erstmal hier das Herz fertig machen, bei dem wir in der letzten Folge schon angefangen haben. Jetzt weiß ich nur immer noch nicht so genau, was wir hier eigentlich tun sollen. Ach, guck mal hier, ich habe noch die tägliche Belohnung nicht abgeholt. Nehmen wir mal eben schnell mit. Dankeschön. Ein paar Lorbeeren kann man immer gut gebrauchen. Guck mal. Der hat ein Fragezeichen über dem Kopf. Können wir dir helfen? Ihr gehört zu den Besuchern von außerhalb Kantas, richtig? Ja, das tun wir. Ihr habt schon viele Leute und viele Orte gesehen. Hören die Leute jemals auf, nur an sich zu denken, ohne dass man sie zwingt? Ich habe viele gesehen, die sich besserten, als sie erkannten, was für einen Schaden sie anrichteten. Nein, meiner Erfahrung zufolge ändern sich die Leute nicht. Doch, doch, Maitrin hat versucht, sich zu ändern. Kanach hat sich geändert. Doch, doch, doch. Wirklich? Man muss also gar nicht immer Gewalt anwenden? Richtig. Okay, also wir können zumindest Fragen beantworten. Bringt uns nur nicht sehr viel. Beschützt das Dorf vor Bedrohungen von außen. Helft Kaufleuten, ihre Waren herzustellen. Und knüpft diplomatische Beziehungen, indem ihr etwas über die Tengu-Kultur lernt. Okay, das ist ja nicht viel. Hier, mit dem Ausrufezeichen. Was kriegen wir denn bei dir für eine Info? Ihr seid ein Abenteurer, stimmt's? Habt ihr Tipps für mich? Ich ziehe ja auch bald auf Abenteuer aus. Wissen deine Eltern das? Nein, aber sie werden nicht denken, dass ich bereit bin. Ich muss es ihnen zeigen, genau wie der Kerl gesagt hat. Ah ja, und hat er angeboten, dich selbst mitzunehmen? Ja. Ich glaube, er versucht, dich für etwas Scheußliches zu rekrutieren. Sieh dich vor. Ihr meint für einen der Banden? Oh nein! Doch, guck mal hier. Da, siehst du, siehst du? Haben wir den Kurzen doch beschützt. Perfekt. Das ist hier ein Bösewicht. Ups, ich sehe nichts. Baum, Busch. Alles im Weg. So, guck mal. Haben wir den Kleinen beschützt. Sehr gut. Haben wir denn hier noch? Moridorfbewohner am Angeln. Ich glaube, hier haben wir soweit nichts. Was können wir denn bei denen machen mit Pünktchen überm Kopf? Das ist argwöhnisch. Ja. Tut mir leid. Ich hatte nur gehofft, ein bisschen mehr über euer Dorf zu erfahren. Verzeih mir, wenn ich nicht darauf erpicht bin, solche Informationen an Fremde weiterzugeben. Bei allem, was so passiert, sollte man doch meinen, ihr würdet Wert auf mächtige Freunde legen. Wie fühlt es sich an zu fliegen? Ich möchte den Tengu dienen und beweisen, dass ich eures Vertrauens wert bin. Das ist allerdings ein nobles Ziel. Ich hoffe, ihr meint es ernst. Wenn ihr das tut, können wir vielleicht irgendwann Freunde werden. Dankeschön. Was mit dir? Fremdling. Vielleicht sollte ich etwas Respekt zeigen. Achso, warte, ja, das könnte ich ja. Warte mal, gibt's nicht Respekt? Nein, wie? Ihr wollt doch, dass der Wald gesund ist, oder? Salutieren vielleicht? Das Respekt? Nein. Ich weiß nicht, was es für Emotes gibt. Alles. Wir müssen wahrscheinlich irgendeinen Emote vor ihm machen, um ihm Respekt zu zeigen. Oder habe ich Respekt falsch geschrieben? Das kann auch sein. Respektieren vielleicht? Auch nicht. Ich habe keine Ahnung. Okay, wir gehen mal weiter. Genug blamiert. Hi, mit dir können wir noch reden. Wie ist es denn gerade so außerhalb des Dorfes? Vielleicht ziehe ich ja bald los auf ein Abenteuer. Wissen deine Eltern das? Nö, aber die sagen doch sowieso immer nur nein. Dieser Kerl meinte, am besten folge ich einfach meinem Traum und zeige ihnen, dass ich bereit bin. Deine Eltern wollen nur das Beste für dich. Du solltest auf sie hören. Genau das sagen sie auch. Aber was soll das überhaupt heißen? Sie glauben nicht an mich. Ich werde es ihnen zeigen. Seufzt. Oh, jetzt kämpfen wir gegen den auch noch. Gott. Der will auf die dunkle Seite der Macht. Kann er gerne haben. Okay, was haben wir denn hier noch? Was mit dir denn? Yun Layade Verkäufer, Forschung. Wie kann Yun Layade euer Leben heute besser machen?
Habt ihr vielleicht ein paar Forschungsnotizen, die ihr eintauschen wollt? Was denn Forschungsnotizen? Forschungsnotizen sind ein wichtiger Bestandteil des Handwerks, vor allem bei Xionlaiade Technologie. Ihr könnt sie nutzen, um neue Gegenstände herzustellen oder sie bei mir gegen Rezepte und Aufwertungen einzutauschen. Wie komme ich denn an die Forschungsnotizen? Ihr könnt sie selbst herstellen. Xionlaiade bietet Forschungskits zu sehr günstigen Preisen an. Mit ihnen lassen sich alte hergestellte Gegenstände zerlegen, wodurch ihr Forschungsnotizen erhaltet. Je fortschrittlicher der zerlegte Gegenstand, desto mehr Forschungsnotizen liefert er. Was, wenn ich keine Gegenstände herstelle? Forschungsnotizen sind nützlich und können gegen Jadebot-Modul-Aufwertungen eingetauscht werden. Ein hergestellter Gegenstand, den ihr beim Handelsposten gekauft habt, ist ebenfalls willkommen. Okay, zeigt mal eure Waren. Ja, wir haben 5, das ist ja grandios. Weil ich stelle halt wirklich echt selber eigentlich nie Sachen her. Rezept für einen größeren Kern. Aha. Jadebot-Module, auch Rezepte dafür. Aufwertungen. Nice. Was haben wir denn hier? Jadeassistenz Gleitschub 3. Uiuiui. Rezepte für Rüstungen, Rezepte für Waffen, Handwerksrezepte. Okay, ja, hier kriegt man auf jeden Fall eine Menge Rezepte, die man gebrauchen könnte. Was ist das für eine Währung? Jade sparen. Wo kriege ich die denn schon wieder her? Können wir Schrott verkaufen? Sehr schön. Ich habe nämlich immer so viel Kacke dabei. Gut, hat uns jetzt noch nicht wirklich viel weitergebracht. Oh, Gewürze. Können wir damit was machen? Kann die sammeln. Ach, jetzt haben wir wieder unser Säckchen. Ja, perfekt. Ihr habt Gewürze im Korb. Hier können wir noch Fragen beantworten. Guten Tag. Hey, ihr gehört zu den Besuchern von außerhalb Kantas, richtig? Ja, das tue ich. Ihr habt schon viele Leute und viele Orte gesehen. Hören die Leute jemals auf, nur an sich zu denken, ohne dass man sie zwingt? Ich habe viele gesehen, die sich besserten. Ja, das nehmen wir das gleich wieder. Wirklich? Man muss also gar nicht... Nein, muss man... Doch alle die gleichen Fragen haben. Was ist mit dir? Was wollt ihr? Tut mir leid, ich wollte nur Kontakt aufnehmen. Ich nehme gar nicht gern Kontakt zu Fremden auf. Die wollen immer was von uns. Was ist es, was ihr wollt? Eine mächtige Allianz. Davon hätten wir beide etwas. Ich will sicherstellen, dass das Ministerium der Reinheit und seine Anhänger nie mehr an die Macht kommen. Ich will euch helfen, so zu leben, dass ihr euch einen Platz im Himmel über den Himmel verdient. Ja, das Letzte. Ihr habt euch die Zeit genommen, ein bisschen was über uns zu lernen. Das ist ein gutes Zeichen. Macht weiter so. Ja, mache ich. Danke. So, was haben wir denn hier? Brennholzhaufen. Haben wir schon mal 2 von 3 Sachen. Würze haben wir schon. Fremdling. Vielleicht solltet ihr etwas Respekt zeigen. Ja, aber wie? Ich weiß es nicht. Hilf mir doch einer. Seid ein Abenteurer, stimmt's? Kann ich euch was fragen? Ja, sicher. Was möchtest du denn wissen? Was ist eine Aurene? Aurene ist kein Was, sie ist ein Wer. Haben wir schon mal jemandem erklärt. So wie Suwon? Ja, so wie Suwon ungefähr. Es ist nicht in Ordnung, Böses zu tun, aber es ist in Ordnung, Fehlschläge zu erleiden. Ich glaube, das war die richtige Antwort. So. Mit dir können wir auch reden. Fremdling, der will auch Respekt. Gut, aber nicht. Du erklärst uns eine Klasse. Rutschen wir doch mal nach da oben. Das geht sehr weit nach oben. Engu-Schrein. Dieser Schrein ehrt eine Tengu-Vorfahrin, deren Lebensaufgabe darin bestand, die vereinten Tengu vom Echowald spirituell zu führen. Ich wollte Respekt zeigen, indem ich niederknie. Oh, vielleicht ist das auch bei den Herrschaften eine Möglichkeit, weiterzukommen. Okay, ich glaube, es reicht schon. Perfekt. Hi. Fremdling. Okay, warte mal, wenn ich jetzt bei ihm auch niederknie. Bringt das nichts aus? Ja, toll. Hat ja wunderbar funktioniert. Wie zeige ich denn Respekt bei denen? Kann mal jemand helfen? Okay, hier soll ich salutieren.
Aber das habe ich ja... Soll ich das, muss ich das bei den allen dann ausprobieren? Weil das hatte ich ja, salutieren hatte ich ja bei dem einen. Okay, warte mal, ich gehe nochmal zurück zu dem Herrn. Kann ich bei dir salutieren und du bist dann, nee, interessiert den auch nicht. Wunderbar. Wir kriegen das noch raus heute, Leute. Kriegen wir noch hin. Was ist hier? Indem mich ehrfürchtig verneigen. Stimmt, das gibt's ja auch noch. Verneigen. Ist das jetzt falsch geschrieben oder bin ich doof? Verneigen. Geht gar nicht. Hä? Warum kann ich nicht das Emote? Sonst steht dann da ja unbekannter Befehl, aber das geht noch nicht mehr. Verneigen. Da irgendwie? Nee, habe ich auch kein Leerzeichen zwischen? Keine Ahnung. Spiel sagt nein. Haben wir hier? Niederknien wieder. Okay. Funktioniert. Guten Tag. Hey, ihr gehört zu den Besuchern von außerhalb Kantas. Ja. Ihr habt schon viele Leute und Orte gesehen. Hören die Leute jemals auf? Okay, es sind immer die gleichen Fragen. Schade. Besserten. Ja, okay, fertig. Was ist mit dir, Kollege? Respekt zeigen. Ja, aber wie? Ich kann mich niederknien. Interessiert dich nicht. Ich kann salutieren. Ich kann mich verneigen. Was immer noch nicht funktioniert. Okay, dann nicht. Wir kriegen das jetzt auf jeden Fall irgendwie noch fertig. Was bedeutet es denn eigentlich, ein Territorium? Zeigt Respekt. Ja, kann ich nicht. Ich habe keinen Respekt. Auch wieder verneiden. Würden Sie das? Oder hätten unsere Bogenschützen die Eindringlinge nicht längst mit Pfeilen geschmückt, bevor das Ministerium der Warum geht verneiden nicht? Einfach nur neigen? Nee, da sagt er, das gibt es nicht. Schreib's nochmal neu. Verneigen. Nee. Gibt's nicht, funktioniert nicht. Gebe ich jetzt auf. Ist mir jetzt auch egal. So. Was wollt ihr? Tut mir leid, ich wollte nur Kontakt aufnehmen. Ich nehme gar nicht gern Kontakt auf. Was ist es, das ihr wollt? Oh, das letzte hier unten. Aha, ihr habt euch Zeit genommen. Sehr schön, toll. Oh, hier haben wir noch einen Punkt gehabt. Kengu-Schrein? Verneigen kann ich nicht. Was wollt ihr? Kontakt aufnehmen. Ihr Himmel ist auch wieder richtig. Das ist langweilig, wenn die ganze Zeit die gleichen Sätze haben. Das ist doch doof. Wie ist es denn gerade so außerhalb des Dorfes? Wissen deine Eltern das? Nö, aber ich sage doch sowieso immer nur nein. Okay, pass auf. Das ist nicht gut, was der vorhat, ne? Das ist nicht gut. Okay, jetzt kämpfe ich mit dir. Ich will das aber so. Oh, ich sollte vielleicht hier das Ding mal wegmachen. Kleiner Grünschnabel, du. So, haben wir erledigt. So, was mit dir hier? Verdächtiger. Wen starrt ihr denn so an? Jemand, der versucht, unschuldige Kinder in seine Bande zu locken. Ihr wollt die Nase nicht in Sachen stecken, die euch nichts angehen. Doch, pass auf, ihr macht dich nämlich jetzt auch platt, weil der Kleine, ja, er hat das nicht verdient, jetzt auf die böse Seite gezogen zu werden. Das kannst du mal schön knicken, Kollege. Das kannst du mal schön knicken. Ja, perfekt. Haben wir den Kurzen auch gerettet. So. Niederknien, das kann ich. Niederknien kann ich. Respekt geteilt. Hallo. Zeigt Respekt. Nee, kann ich nicht. Salutieren. Salutieren kann ich auch. Sehr schön.
Ich verschreibe mich bestimmt einfach nur total dämlich. Respekt zeigen. Respekt zeigen. Da sind wir wieder unten. Kann ich denn hier an der Kochstelle? Mit den richtigen Zutaten könnte man auf dieser Kochstelle ein herzhaftes Fischgericht zubereiten. Ich komme wieder, wenn ich Fisch, Gewürze und Feuerholz habe. Okay, mir fehlt nur noch Fisch. Muss ich dann vielleicht dann selber am Wasser angeln? Weil der hat mich irgendwo anders, glaube ich, hingelockt. Nach oben, ne? Ich fahre nochmal hoch. Ups, voll gegen die Wand geflogen. Ich folge dem Leuchten. Okay, jetzt sagt er runter. Na, ganz toll. Okay, ja doch, ich soll angeln. Achso, nee, da diese Forelle soll ich holen. Muss ich angeln? Ich muss, glaube ich, angeln. Okay, ich packe mal mein Schiff aus. Geht das vom Wasser aus? Ja. Geht. Ankern. Und dann angeln. Oh, ja, 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 ja. Okay, angeln wir mal eine Runde. Haben wir ja schon lange nicht mehr gemacht. Ja, ja, habe ich so lange nicht mehr gemacht, dass ich gar nicht mehr weiß, wie es ging. Na, komm her. Nein, 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 nein. Komm her. Ach, gefangen. So. Achso, ja, da muss ich erstmal angeln. Angeln wieder weg. Körbchen auf. Ihr habt einen ungekochten Fisch im Korb. Die Sorte, die Tengo besonders mögen. Okay, aber jetzt fehlen mir wieder Gewürze und Brennholz. Warum? Warum fehlen mir denn jetzt wieder Gewürze und... Oh, belasten. Okay. Brennholz und Gewürze. Ich will wenigstens einmal so ein Gericht gekocht haben. Da sind Gewürze. Einfach nur, um es gemacht zu haben. Dankeschön. Jetzt brauche ich noch einmal Brennholz. Das lohnt sich wahrscheinlich überhaupt nicht hier, aber... Wir wollen es trotzdem probieren. Da hinten ist Brennholz und hier ist direkt die Kochstelle. Ja, perfekt. Gut. Dann kochen wir mal. Mal gucken, was dabei rauskommt. Kann ich das vielleicht den Respektleuten geben? Komm wieder, wenn ich... Aber ich habe doch Fisch, Gewürze und Feuerholz. Würze, Feuerholz. Was ist denn jetzt hier falsch? Ihr habt einen ungekochten Fisch im Korb. Ich komme wieder, wenn ich einen Fisch, Gewürze und Feuerholz habe. Hab ich, Kollege. Siehst du das nicht? Oh, das ist Mobbing hier, das Herz. Die vielleicht wegpacken? Jetzt geht. Es ist Mobbing. Es ist definitiv Mobbing. Ich beschwere mich. Da verwendet die Vorräte bitte. Does it work for you guys? I have the items, but the interaction doesn't work.
Ja, jetzt schreiben, ne? Closed. Freut man das? Ich habe keine Ahnung, wie man das schreibt. Da hört mein Englisch dann wieder auf. Sorry, ich kann es dir nicht erklären. Wer hatte gefragt? Zu vielleicht Deutsche? Jetzt sehe ich es hier nicht nochmal. Naja, gut. Okay, kriegt er schon hin. Ja gut. Wir haben das jetzt aber immer noch nicht fertig. Können wir mit dir jetzt reden? Das Essen machen hat mir jetzt auch irgendwie überhaupt nichts gebracht, ne? Ihr seid ein Abenteurer? Ja, Aurin ist ein S und hier und da. Das hat auch noch nicht gereicht. Warum reicht das nicht? Kann ich nochmal Gewürze sammeln? Ja, perfekt. So, Herzchen abgeschlossen. Berühmte Abenteurerin Echowald. Sehr schön. Und das Herz. Ich habe alles Mögliche über den rücksichtsvollen Fremdling gehört, der hier herumläuft und sich Zeit nimmt, zu lernen, zu verstehen und nach Kräften zu helfen. Wir sind sehr dankbar und hoffen, dass ihr euch von nun an in unserem Dorf wie zu Hause fühlt. Sehr schön. Das hat jetzt aber auch Ewigkeiten gedauert, oder? Also jetzt haben wir die ganze Folge damit verbracht, hier das Herzchen zu machen. Ich guck mal, ob wir uns noch den Heldenpunkt holen, damit wir hier noch was anderes Spannendes machen konnten. Und nicht nur Herzchen. Wenn wir die Seilrutsche benehmen. Nehmen. Nee, du bringst uns wieder nach unten. Dann nehme ich mein Häschen. Da ist er. Ah! Verdammt. Ja, da haben wir wieder Legastheniker-Hüpfer. Ah! Nein! Ich kann es nicht. Ich hasse das Häschen. So. Jetzt müssen wir... Da! Hüpf, hüpf, hüpf. Da hoch. Ich bin da. Ich bin da. Ich hab's geschafft. Häschen ist zu dick. Das leise Summen des Lebens im Muridorf bringt an eure Ohren und die geschäftige Gemeinschaft gibt euch ein Gefühl der Leichtigkeit. Eieieiei. Quatsch. Perfekt. Damit haben wir schon mal die Hälfte von den Heldenpunkten zusammen. Das ist ganz gut. Können wir hier irgendwo zwischenlanden? Da. Da ist auch schön. Da können wir uns hinstellen. Perfekt. So. Ja, heißt für uns, Ende der Folge schon wieder. Ich glaube, wir sind aber an der unteren Ecke vom Gebiet zumindest angekommen. Das sieht auf jeden Fall so aus. Wir gucken dann in der nächsten Folge, ob wir den Beherrschungspunkt noch bekommen. Und wenn wir den dann haben, machen wir uns auf dem Weg hier in diese Richtung. Dann haben wir nämlich noch einen Aussichtspunkt, Sehenswürdigkeiten und dann arbeiten wir uns hier weiter im Kreis, bis wir die Mitte erkunden und dann fertig sind. Die Hälfte vom Gebiet haben wir schon mal, das ist ganz gut, aber es ist noch ein bisschen was vor uns, bevor wir die Geschichte weiterspielen können. Ich bedanke mich dann aber an dieser Stelle recht herzlich fürs Zusehen. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ihr seid dann auch beim nächsten Mal wieder mit dabei. Bis dahin. Tschüsselü.